Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 2042. Endlich in einem Fahrzeug. Ich weiß nämlich nicht warum, die letzten Folgen hat das einfach nicht geklappt, in Fahrzeugen zu spawnen. Jetzt scheint es zu funktionieren, ich bin beruhigt. Ich hatte schon Angst, dass das irgendwie ein Major Problem ist, aber geht. Allerdings... was ist denn hier los, ey? Allerdings ist es hier so... Die Fahrphysik ist nicht hundertprozentig meins, muss ich sagen. Es fährt sich alles schwammig, komisch. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Funktioniert alles noch so die in Ordnung. Aber scheinbar gibt es tatsächlich unterschiedliche Bereiche von einem Fahrzeug. Also so wie ich das sehe, waren gerade meine Reifen kaputt, weil die rot waren und in der Mitte ist ja so ein kleines Piktogramm. Das ist ja nett. Das finde ich gut. Fahrzeuge alle hier ökologisch korrekt mit Elektroantrieb. Hier ist irgendwo ein Gegner. Sehr gut. Das ist unser Gebiet. Wir müssen noch einen Moment hier bleiben, auf jeden Fall absichern. Und dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Gegen Hilly haben wir leider nicht so viele Chancen, deswegen mache ich jetzt mal einfach einen schnellen Abgang. Wo ist das Fahrzeug hin? So, meine Güte, ey. Sorry, dass ich gerade nichts gesagt habe, aber ich war gerade mehr oder weniger ganz schön toll konzentriert. Ich war gerade, wie man... Jetzt bin ich wieder rausgetappt. Was ist das denn? Ich war gerade so ein bisschen in the zone. Aber jetzt bin ich wieder bei euch. Ja. Ich muss mich erstmal kurz orientieren. Weil ja immer noch nicht meine scheiß M-Taste funktioniert anscheinend. Ich weiß nicht, also kaputt ist sie nicht, aber... Das ist mega ärgerlich. Ich würde gerne mal auf die Karte gucken. Und warum habe ich eigentlich schon wieder die Klasse bekommen? Bin nämlich schon wieder quasi Aufklärer. Wollte ich aber gar nicht. Und die Schrotflinte? Nee. Mit der werde ich noch nicht warm. Ich brauche eine halbautomatische. Alter, was ist gerade mit der Animation los? Nee, ich brauche definitiv eine halbautomatische Schrotflinte. Ich hoffe, dass ich... Also, ich habe morgen noch einen ganzen Tag Zeit. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Sachen freischalte, aber... Geht so. Wir nehmen die DNR... Ich gebe dir hier nochmal eine Chance. Ich habe immer noch kein C4 benutzt. So. Ey. Schöner Schuss. Aber gut, warum lege ich mich auch mit dem Sniper an? Das DMR ist gut, aber ist halt auch kein Zauberstab. Und tatsächlich könnte mich der Kollege halt... Retzen, aber... Oder? Kann er mich retzen? Ich weiß es gar nicht. Weiß nicht, ob das jeder kann. Ich glaube aber schon. Alpha
sector now under hostile control. Ja. Ich habe immer noch vergessen, die richtige Klasse auszuwählen. Ich hätte gerne eine andere Klasse mit anderen Fähigkeiten, aber weißt du was? Wenn wir jetzt schon die Klasse gerade haben, benutzen wir sie auch. Ich lasse sie mal kurz hier hängen. Komm schon, ich hab dich doch gesehen. Oder euch, besser gesagt. Scheiße, da oben ist wieder der Sniper. Den habe ich voll vergessen. Die war da ja eben schon. Das ist ein echter Drufi. Oder weißt du was? Ich glaube, ich hatte bisher eigentlich immer nur den und den. Weil nee, ich habe alle schon gespielt. Genau, die kann heilen. Der hat... Stimmt, der hat den Grappling Hook. Den können wir mal ausprobieren, richtig. Wo bin ich denn hier gelandet? Beim Aufzug. Oh Gott. Bleib bloß weg. Ich höre Gegner. Definitiv die falsche Waffe für die Konfrontation. Also beide, was ich dabei habe. Da bin ich nicht gut genug für. Ich gehe aber trotzdem nochmal hin. Beim Teammember rein. Squadmember. Autsch. Hier war ich noch nicht tatsächlich an dem Punkt, also in diesem Gang einfach. So. Fuck. Gib mir eine andere Waffe, ey. Ich glaube, das mache ich offscreen, die Einschusswaffen. Ich versuche es tatsächlich nochmal mit dem Gerät. Und die Pistole wechsle ich auch. Obwohl ich ja eigentlich was Großkalibriges wollte, aber... Ich versuche jetzt nochmal hier ein Fahrzeug zu bekommen. Okay, das klappt jetzt aber mal ohne Probleme. Oh Gott. Ich muss nur kurz die Tastatursteuerung herausfinden. Fühlt sich komisch an, aber mit Maus fliege ich generell nicht in Battlefield. Mag ich nicht, kann ich nicht. Sogar Helis fliege ich komplett mit Tastatur. War das Ding Vektorsteuerung? Fühlt sich nicht so an. So, Kollege. Ah, schön gerubberbandet. Lol. Sehr schick. Ey, das ist doch ein Witz. Wie soll man denn ein Flugzeug damit bekämpfen, wenn das... Ja, nee. Gut, Leute, vergesst's. Also, ich glaube momentan gegen Flugzeuge kämpfen... Ding der Unmöglichkeit. Lege ich lieber Bodentruppen an. Aber auch das macht keinen Spaß, muss ich sagen. Boah, da müssen sie aber noch ordentlich ran, ey. Das ist ja schlimm. Das ist schlimm, ey.
Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Und den habe ich auch nicht gesehen. Ja gut, aber wenn es dem sein Turm war, dann werde ich natürlich angezeigt. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Mechanik. Man kann mit diesen Türmen halt ein bisschen auch einfach ja, Sichtbereich vor allem aufdecken. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Bisschen modifizieren. Ich will eigentlich nur einen Red Dot haben, mehr brauche ich nicht. Aber die Waffe ist so schwach. Die macht halt echt nicht viel Schaden. Auf kurze Entfernung ist die, glaube ich, super mächtig, weil du halt so viel Schaden auf einen kleinen Punkt konzentrieren kannst, aber... Da hinten sind ein Haufen Gegner, da sind ein Haufen Gegner. Come on. Ich versuch's nochmal. Cut Parachute. Okay, hier steht ein Fahrzeug rum. Das heißt, hier könnte einer hochgelatscht sein. Mache ich auch noch gleich gucken, wie ich die Overlays ein bisschen runterdimme. Die sind zu mächtig, also... Das mache ich jetzt direkt. Ach, guck mal, man kann eine Konsole anschalten. Praktisch. Display. So, jetzt gucken wir mal. Brightness. Dynamic. Bla, bla, bla. Wie kann ich denn... Ach so, hier. HUD General. Camera Shake. Show Kills, nee. Hat Icons, da. Alles mal ein bisschen durchsichtiger. Das ist mir echt zu viel. Ach krass, man kann auch komplett Hat ausschalten. Ist das korrekt? Lese ich das gerade richtig? Alter, wie cool ist das denn? Hardcore-Modus confirmed, ey. Mega gut. Allein, dass es geht. Finde ich gut. Ich bin besser in dem Modus als ohne. Bin massiv verwirrt. Und vielleicht strenge ich mich jetzt mal ein bisschen an. Okay, der Hund schießt auf mich, ne? Er ist ja geil. Okay, ich habe keine Muni mehr. Hundchen, bleib mir bloß vom Leib. Nee, aber das ist echt gerade ein bisschen schwierig. Aber ich spiele jetzt mal so weiter. Gucken, ob wie's klappt. Ich schieße einfach auf alles, was sich bewegt. Bist du ein Gegner? Das müsste eigentlich einer gewesen sein. Nee, das muss ich wieder anmachen, ey. Das war jetzt nur einmal kurz für die Gaudi. Das wäre halt natürlich cool, wenn es da einen Knopf für gäbe, dann könnte man nämlich easy quasi Screenshots und sowas machen. Bei Print Screen, da können wir gleich mal testen. Das werde ich mal ausprobieren. Einfach mal gucken, ob dann es hat mit drauf ist. Ja, das Problem. Scheiße, stimmt. Das Problem ist bei mir. Auf Print habe ich ein Tool drauf, Greenshot heißt das, mit dem ich halt Screenshots machen kann. Und das wird ausgelöst. Das ist jetzt ein bisschen problematisch.
Nämlich jetzt beides die gleiche Taste. So, wo hast du deine Freunde gelassen? So, sind wir jetzt hier fertig erstmal. Dankeschön. Kann ich mich hier rein verstecken? Nee, geht nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ach, warte mal, ich kann ja mit meinem Hook ein bisschen. Okay, vergiss es. Oh, jetzt habe ich mich beinahe umgebracht, ey. Ah, okay, der muss erst einen Moment reloaden. Das ist einer von uns, gut. Komme ich irgendwie auf die Booster drauf? Na, ich... Oh, sorry, ich bleib da nicht kleben. Das geht nicht. Das wäre cool gewesen. So, Objective haben wir. Dann gehen wir gleich mal rüber, ne? Oder auch nicht. Aber im Kreis gelaufen. Da kommt der Heli. Okay, der Red Dot ist jetzt sehr klein und sehr dunkel, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich den gerade verschlechtert habe. Das war's. Ich nehme mal kurz das Gewehr mit. Verdammt. So, den haben wir erledigt. Da hinten ist gerade einer gelaufen. Verdammt. Muss hier runter. Sonst kriege ich ein Problem gleich. Okay. Headshot bringt wohl nichts. Oh, die sind schon mausetot. Okay. Entschuldigung. Und der hat hier irgendwie eine andere Waffe, die ich gerade mal ausprobieren wollte. Verdammt. Also man kann anscheinend dann doch noch ein paar freischalten. Oder war das gerade die UMP? Oh, come on, ey. Also mit dem Teamplay, das muss ich echt noch üben. War das jetzt die UMP? Ah, ja doch, das war die hier. Schade. Weißt du was? Ich mache jetzt doch nochmal einen auf Sniper. Aber mit der richtigen. Und nehmen wir das hier mit. Ah, oh, bei dem ist ein Gegner. Da kann ich nicht spawnen. Ich drücke jetzt einfach ganz auf drauf. Lass mich rein. Nee, geht nicht. Gehen wir hier hin. Oh, ich finde das immer so nervig, dass man quasi ohne Waffenkonfig spawnt. Oh. Verdammt, warum ist der tot? Was Gutes für unser Team getan. Alter, jetzt explodiert hier wieder alles. Lasst mich doch alle in Ruhe, ey.
Little Buggy. Gerade Rubber bandet quasi der ganze Server. Nee, mit meiner Munition komme ich da nicht durchs Glas durch, glaube ich. Auch wenn ich jetzt gerade nicht getroffen habe, aber ich glaube, es wird trotzdem nicht gehen, wenn ich getroffen hätte. Also das spawne ich jetzt gerade nicht nochmal, das ist mir zu viel. So, Freunde, wie komme ich da jetzt hin? Wobei, ich muss gar nicht da hoch, ne? Lang bin ich da drin. Schade. Ich habe schon auf F gehämmert, aber F ist Midi-Angriff. Das war nix. Vielleicht doch ein Stückchen weiter zurückziehen und dann nochmal angreifen. Und vor allem langsam. Nein, zu langsam. Nicht langsam warten. Lange warten, bis man einen Fallschirm aufmacht. Das war jetzt wirklich zu lange. Versuchen wir doch mal. Ich will den nur kurz über den Boden aufmachen. Und der Heli ist abgestürzt. Nice. Gehen auf dem hier spawnen. Oder warte mal, kann ich vielleicht nochmal ein schönes Flugzeug? Oder so. Immer so ein Heli, so klein. Guck mal, der hat auch Raketen. So, erstmal kurz gucken, wie funktioniert der. Ja, sieht gut aus. Angriff. Da war doch eben noch ein gegnerischer Heli, oder habe ich das falsch gesehen? Ach, da ist so einer. Ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt mich veräppeln. Na gut, dann kriegt der jetzt erstmal eine Ladung rein. Nicht getroffen. Boah, das wird erstmal eine Weile Übung brauchen. Vor allem, was der Heli ein bisschen komisch macht, der nickt dauernd so komisch. Also der versucht sich immer selbst zu leveln. Das nervt ein bisschen. Oh, die halten ganz schön viel aus. Hey, wo ist der Heli jetzt hin? Moment, neuer Anflug. Erstmal ein Stückchen abhauen. Sind ja nicht so gut, ne? Autsch. Okay, was hat mich da getroffen? Ah, noch ein Apache, da waren mehr als einer. Schick. Ja gut, da wird's schwierig. Aber gut, passt schon. Steuern sich tatsächlich eigentlich ganz angenehm, die Helis. Habe ich mit was anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Aber dieses komische selbst wieder leveln von dem Heli gefällt mir überhaupt nicht. Aber ansonsten ist okay. Und mit Tastatur geht's gut. Wie gesagt, spiele ich nur mit Tastatur die Helis in Battlefield. Da drüben ist übrigens ein Gegner. War ja gerade mit dem Fahrzeug da.
Sehr schön. Aber der da drüben, wo ist der da drüben? Ach, guck mal, der ist er. Hab mich schon gewundert, wo er bleibt. Alles keine Kopfschüsse. Naja, wurscht. Aber trotzdem eine lustige Runde. Ich glaube, das hier ist tatsächlich die Platzierung. Platz 73 bei Kills und sowas. Geht so. Aber ich würde sagen, das war's für heute, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.